Heute beim Elektrischen Reporter: vernetzte Bienen, Fahrradlobbyisten und Spielausgrabungen. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Sie gehören zu den ältesten Nutztieren der Menschen und sie können untereinander höchst komplizierte Informationen austauschen, Bienen. Um sie besser zu verstehen und sie besser schützen zu können, werden Bienen nun vernetzt, wie unser erster Beitrag zeigt. Der Honigbiene geht es schlecht. Vor allem Imker in Nordamerika und Europa beobachten seit Jahren ein mysteriöses Bienensterben. Und viele Forscher sind überzeugt. Die industrielle Hightech-Landwirtschaft mit ihren Monokulturen und Pestiziden trägt daran mindestens eine Mitschuld. Doch jetzt wollen Imker ausgerechnet mit Computern und Sensoren, wie sie auch in der Massentierhaltung zum Einsatz kommen, die Biene retten. So wie Richard Pobering aus Berlin. Der Stadtimker setzt auf Sensortechnik Marke Eigenbau, um seine Völker besser kennenzulernen, ohne ständig bei ihnen einbrechen zu müssen. Er wünscht sich, die imkerliche Praxis halt irgendwie ein Stück weit weniger invasiv zu machen. Weil als Imker ist es so, dass du den Stock aufmachst, da das Rähmchen rausnimmst und guckst, das Volk im Prinzip störst und dann abliest, so und so geht's dem Volk. Und das ist halt schon relativ invasiv. Das ist halt irgendwie, man reißt es halt immer ein Stückchen auseinander so. Das Ziel von Pobering und seinen Mitimkern, so viele Daten wie möglich über die Honigtierchen zu sammeln. Big Brother im Bienenstock sozusagen. Man muss nicht dieses einzelne Tier überwachen, sondern man kann quasi an ihrem Zuhause gucken, was verändert sich in eurem Zuhause, welche Temperatur herrscht in eurem Zuhause oder wie viele Bienen gehen da rein, wie viel schwerer wird euer Zuhause oder so. Pobering träumt von einem globalen Netzwerk solcher Computerbienenstöcke. Imker aus aller Welt wüssten dann immer, wann die Bienen ausschwärmen oder wenn im Winter das Futter zur Neige zu gehen droht. Auch der Bioinformatiker Tim Landgraf rückt den Bienen mit Elektronik auf den Pelz. Landgraf hat es besonders der Schwänzeltanz angetan. Mit dieser Tanzsprache signalisieren sich die Insekten gegenseitig, wo in der Nähe Blumen wachsen. Seine Idee? Er baut eine ferngesteuerte Robotanzbiene, setzt sie zu den Honigbienen in den Stock und beobachtet, was passiert. Das ist der ultimative Modelltest. Wir wissen schon eine ganze Menge über den Bienentanz. Und haben natürlich deswegen auch ein Modell davon, wie er funktionieren sollte. Und wenn man dieses Modell implementiert in so einen Roboter, dann muss man schauen, funktioniert es jetzt oder nicht. Tatsächlich konnte der Roboter Bienen zum Nachtanzen und Zielflug motivieren. Allerdings nur einzelne Tiere und auch nur manchmal. Die Bienensprache beherrscht sein Roboter also noch lange nicht fließend. Und auch die Navigation der Insekten wirft für den Bioinformatiker noch viele Fragen auf. Auch aus der Robotik-Sicht ist das ja sehr spannend. Wenn wir sowas verstehen, können wir bessere Roboter bauen, autonome Fahrzeuge bauen, die sich besser zurechtfinden, auch ohne GPS. Die Vernetzung von Bienenvölkern dient also nicht nur dem Erhalt und Schutz der Tiere selbst. Das Sozial- und Arbeitsverhalten der Tiere eignet sich auch, um es direkt für den Menschen nutzbar zu machen, ist auch der Neurobiologe Uwe Gregers überzeugt. Er arbeitet an Bienenstöcken als Frühwarnsystem vor Pestizidbelastung. Schließlich reagieren die Tiere höchst empfindlich auf Nervengifte und sind weitaus leistungsfähiger als beispielsweise Messstationen an Hauptverkehrsstraßen. Die Biene hat den Vorteil, dass sie in einem Areal mit einem Durchmesser von 10 Kilometern sammelt. Und dann ist es ja klar, dass wir viel, viel mehr Informationen über die Umwelt von der Biene bekommen. In Kombination mit Satellitenbildern soll so eine Wetterkarte der Pestizidbelastung entstehen. Zum Schutz von Mensch und Biene. Darüber hinaus wäre eine solche Karte ein wichtiges Instrument, um die Debatte über Pflanzenschutzmittel und deren Auswirkungen auf die Natur zu versachlichen. Aber auch Gregers Arbeit steht erst am Anfang. Zahlreiche weitere Bienenstöcke will er noch vernetzen und auswerten. Und er ist sich der Bedeutung seiner Arbeit bewusst. Denn nicht nur Bienenforscher wissen, das Schicksal der Menschen ist mit dem der Biene eng verknüpft. Ich sage, wenn die Biene nicht überlebt, dann ist es höchste Zeit nachzuschauen, warum die Biene nicht überlebt hat, weil dann er auch offensichtlich der Mensch gefährdet ist. Klar ist, das Leben der Bienen mit Computertechnologie zu entschlüsseln, ist eine Mammutaufgabe. Aber wohl immer noch einfacher, als in einer Welt ohne Bienen alle unsere Nutzpflanzen selbst zu bestäuben.
Verglichen mit den Autofahrern haben Fahrradfahrer praktisch keine Lobby. Oder nur eine ganz kleine. Und um eben diese geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Ich heiße Heinrich Stoßenreuther, bin 48 Jahre alt, bin Unternehmensberater. Ich berate Bus- und Bahnunternehmen, also kenne Mobilität hoch und runter seit vielen, vielen Jahren. Im Sommer letzten Jahres habe ich den Volksentscheid Fahrrad hier in Berlin angestoßen. Wir sind mittlerweile bis zu 100 Ehrenamtliche, die an dem Volksentscheid arbeiten. Und wir twittern unter dem Namen Radentscheid. Wir wollen mit einer Volksentscheidung den Berliner Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, über die Zukunft unserer Stadt zu entscheiden, ob wir weiter so eine altbackenen Verkehrspolitik haben wollen, die unter anderem auch die A100 ausbauen möchte, oder einer modernen Mobilitätspolitik, die aufs Fahrrad setzt, für Klimaschutz sorgt, für weniger Lärm, für weniger Abgase und ein lebenswertes Berlin. Der Tweet weist genau auf diesen Widerspruch hin. Wenn man die A100 ausbaut, kommt mehr Verkehr, und mehr Verkehr ist immer mehr Lärm, mehr Abgase, mehr CO2. Das will keiner mehr in der Stadt. Obendrein ist die A100 ein kleines Überbleibsel einer vollkommen altbackenen Verkehrspolitik aus den 50er Jahren, wo Berlin nicht nur einen Ring außenrum haben sollte, sondern zwei Nord-Süd-Autobahnen in der Mitte der Stadt und zwei Ost-West-Autobahnen, die einmal von Ost nach West entsprechend gehen. Die A100 Kosten sind veranschlagt von 800 Millionen Euro bis 1 Milliarde Euro. Da fallen alleine für die Stadt Berlin 10-15% Planungskosten ab. Das sind 80 bis 150 Millionen Euro. Und man kann entweder einen halben Radentscheid, einen halben Volksentscheid haben oder in die 3-4 Kilometer Autobahn, Deutschlands teuerste Autobahn. Twitter ist ein hervorragendes Medium, um komplizierte Botschaften auf 140 Zeichen zu bringen. Also es schärft sehr stark das Vermögen, komplizierte Sachen einfach auszudrücken. Also wir Radfahrer fühlen uns leider nicht sicher. Der Radverkehr wächst ganz massiv. Wir brauchen mehr Platz, mehr Fläche. Ich habe das mit einem Flächengerechtigkeitsreport mal nachgemessen. 3% für Radfahrer, 20 mal mehr für Autofahrer. Und das ist halt keine gerechte Verteilung von Verkehrsraum. Wir wollen uns nicht weiter diskriminieren lassen im Verkehr von einer autogerechten Politik, die für uns Fahrradfahrer wenig bis gar nichts über hat. Da reicht es uns einfach. Wir wollen einfach nur sicher von A nach B mit dem Fahrrad kommen, mit dem coolsten Verkehrsmittel in der Stadt. Ein Liebesroman aus dem 19. Jahrhundert ist möglicherweise literarisch, in jedem Fall aber als Zeitdokument interessant, denn meist verrät der Autor viel über die Kultur und die Sitten seiner Lebensepoche. So mag es auch Archäologen in der Zukunft gehen, die Computerspiele des frühen 21. Jahrhunderts wie Artefakte analysieren. Letzteres kann man auch heute schon, wie unser nächster Beitrag zeigt. Die Idee, Archäologie und Computergames zusammenzubringen, hört sich zunächst ein wenig bizarr an. Forscher, die Spiele ausgraben? Vielleicht alte Cartridges aus der Atari-Zeit? Nein, ganz anders. Archeogaming, eine Wortschöpfung aus Archäologie und Gaming, will die Videospielkultur erforschen, und zwar mit Methoden und Konzepten aus der Archäologie. Denn Archäologie ist weit mehr als im Staub nach alten Artefakten zu suchen, sagt Professor Lorenz Winkler-Horacek. Natürlich ist es so, dass die Grabungsarchäologie immer diejenige ist, die im öffentlichen Bewusstsein am stärksten verankert ist. Also wenn jemand Archäologie hört, dann denkt er, hol dir den Spaten raus und dann graben wir erstmal. Das ist nicht immer so zwangsläufig der Fall. Per Definition ist es die Rekonstruierung der Geschichte durch die materiellen Hinterlassenschaften. Das klingt jetzt ein bisschen verschroben, ist aber sozusagen die genaue Situation. Man kann es etwas salopper sagen, also das ist sozusagen die Rekonstruktion der Geschichte durch Objekte. Archäogamer betrachten ein Computerspiel als Ausgrabungsstätte. Die Spielewelten, die sich die Entwickler ausdenken, die virtuellen Räume, die Straßen, die Gegenstände, sogar die Geräusche und die Musik erlauben den Forschern Rückschlüsse auf die Gesellschaft, auf ihre Normen und Regelwerke. Computergames sind Zeitdokumente und sie verraten viel über die Welt, aus der sie stammen. Der Journalist Dom Schott hat einen YouTube-Kanal gegründet, um Archeogaming eine Plattform in Deutschland zu bieten.
Wenn man jetzt die Idee des Archeogamings im Hinterkopf hat, gehe ich in der Stadt zu diesem Tempel und schaue ihn mir an und gucke mir an, wie haben die Entwickler zum Beispiel die Ruinen platziert? Könnte ich daraus irgendwie Rückschlüsse ziehen für die Kultur, die dort lebt? Man selber mit Methoden der Archäologie, also zum Beispiel Befunde anzusehen oder irgendwie sich Gräber in der Spielwelt anzusehen, dass man selber die Geschichte des Volkes rekonstruiert, die die Entwickler vielleicht gar nicht so im Kopf hatten. Der Archäologe und Gamer Andrew Reinhardt dachte sich im Jahr 2010 Archeogaming aus. Er machte vor, wie man die Architektur analysiert, wie man Schlüsse zieht aus der Interaktion der Figuren, wie man die ganze Geschichte betrachtet, aber auch ihre Fehler, Defekte und Abstürze. Dom Schott versucht einerseits in seinem YouTube-Kanal die teils sehr komplexen Lehren von Reinhardt etwas zugänglicher aufzubereiten. Andererseits wird Archeogaming immer eine Betätigung für Detailversessene bleiben. Vereinzelt können wir im Dorf kleinere Steinaufhäufungen entdecken. Unbearbeitetes Felsgestein wurde hier aufeinander gestapelt, während einzelne Objekte auch mit schwer zu identifizierenden Mustern verziert wurden. Wie ihre Kollegen auf den Ausgrabungsstätten dokumentieren die Games-Archäologen ihre Fundstücke akribisch. Also man läuft dann mit dem Spielcharakter an den Steinen entlang und dann wird notiert, wie breit sind diese Steine. Wenn ich jetzt so eine Schwerkraft-Engine drüberlege und jetzt hier einen Stein rausziehe, wie fällt dieser Tempel auseinander und sieht er dann so aus wie in der Spielwelt? Und dann versuchen sie es quasi zu rekonstruieren, was passiert ist, dass der Tempel so aussieht wie in der Spielwelt jetzt. Als kleinen Extrabonus dürfen Archeogamer dann doch sogar mal in der Offline-Welt graben. Publisher und Verkäufer schmeißen regelmäßig überflüssige Spielekopien auf Müllhalden. Dort graben Archeogamer sie dann wieder aus. Das berühmteste Beispiel, das Videospiel zum Film E.T. Es gilt als eines der schlechtesten Games überhaupt und verkaufte sich katastrophal. Die Hersteller vergruben daher tausende Cartridges in der Wüste von New Mexico. Für Archeogamer beginnt der Spaß dann, wenn für andere das Spiel zu Ende ist. Die Gamerin und Journalistin Lisa Ludwig glaubt, dass man während des Spielens vieles übersieht, was erst Archeogaming an die Oberfläche holt. Man kann sicherlich auch daran ablesen, was inhaltlich passiert, was gerade wichtige Themen sind. Also ich meine, es gibt ja genug Spiele, die auch bestimmte politische Diskurse aufgreifen. Gerade diese moralischen Fragen, die Videospiele ja oft aufwerfen, gerade wenn es so ein bisschen umfangreicher ist und wenn man sich dafür entscheiden muss, welche Spezies darf jetzt überleben und welche nicht. Ich glaube, dass sich das auch sehr, sehr gut sozialstudienmäßig auswerten lässt. Archeogamer wenden wissenschaftliche Methoden an, sie denken wissenschaftlich und sie begreifen sich als Wissenschaftler. Die traditionelle akademische Welt begegnet dem jungen Forschungsgenre bisher trotzdem noch mit Skepsis. Zwar dauerte es auch bei Computergames eine ganze Weile, bis sie als Kulturgut anerkannt waren. Eine Wissenschaft, die sich durch Games gräbt, ist allerdings bislang noch Ausgräbern und Gamern suspekt. Archäologie ist nicht das, was Sie glauben. Noch nie hat ein X irgendwo irgendwann einen bedeutenden Punkt markiert. Indiana Jones. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.